Hey ho Leute und ein herzliches Willkommen zu der 11. Folge von Let's Play Landwirtschaft Wirtschaftssimulator 2015 Mod Server. Yo! Wir sind immer noch in der großen Truppe mit Razi, Hallo. Blacky, Jo, immer noch hallo. Carsten oder auch nicht, Dirk, Hallo. Julian, Hallo. Markus, Servus. Matthias. Hallo. Und Robert! Hallo. Jo. Ich immer noch am Dreschen. Und wenn du nächstes Mal noch sagst und das Beste zum Schluss Robert, dann bin ich glücklich. Ist das nicht der Robert? Das beste Stück zum Schluss. Was denn los, Schatz? Ne, Dirk? Wolltest du dich gerade wieder unbeliebt machen? Dann kannst du mal sehen, wie du dann übers Feld Aber immer dran denken, wir lügen ja hier nicht bei CG. Nein. Deshalb das Wir Beste zum lieben uns Schluss. doch alle. Nur manchmal kommt das halt nicht so durch. Na gut, dass es hier nicht Verkehrsregeln gibt. Dass man für zu schnelles Fahren Geld abgezogen bekommt, dann hätte ich kein Oh, Geld gute mehr. Idee. Hast du Das kommt schnell noch. gefahren? 5.000 € Strafe. Ich stelle Ich hier noch habe nur Blitzer auf. 1.000. Sag mal, womit fährst du schnell? Mit dem Fendt 1050. Ja, den hat er ja nicht. Dauert ja noch ein paar Monate. Außerdem steht auch auf jedem Straßenschild gefühlt 50 drauf, hier auf der Map. Ja, die meisten Schilder sind aber hier mit 70 aus. Ich tausche die Schilder alle aus, setze überall 30 drauf und stelle dann kurz danach Blitzer hin. Das darfst du in Deutschland, ja. Du darfst quasi direkt nach den Schildern, darfst du aufnehmen, blitzen. Ja, dann mach ich so. Euch hier im Spiel so wie in echt. Vorm Blitzer abbremsen, danach wieder Gas geben. Ein. Das sollen wir ja demnächst Fahre wieder dann über viel die kennen. Feldwege, ne? Ach, Carsten, bist auch wieder da. Genau. Ja, ich schau mal kurz austreten. Ja, ist ja kein Problem. Stand denn jemand hinter dir? Nein. Ach so. Ich dachte schon, ich muss einen Arzt rufen. Naja, so schlimm warten wir jetzt nicht. Okay. Und wofür ich eigentlich nur danken kann, ist, wir haben mittlerweile 50 Abonnenten erreicht. 52. Ja. Oh. Und 2.500 Aufrufe, also bitte, fast. 2.442. Ja, Mach zum das doch Zeitpunkt der. so. Mein Gott. Mach das doch ganz einfach. Jeden Klick in Euro. Das wird Mal lassen. sehen, wie weit wir da kommen. Boah, das wäre geil, wenn YouTube da zahlen würde, du. Ich sage Oh, dir. YouTube. Möchtest doch die Klicks. Also sollst du auch zahlen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wenn ihr habt 2000 Oh. Abonnenten, bekommst Geld. Deshalb sollte man beim Dreschen aufpassen. Wenn der Drescher voll ist, gibt er plötzlich Vollgas. Ah? Da ist Der Blicky dreht durch sich den nicht Roggen genug. gefahren. Er hat sich ein Stück übergelassen. Schon wieder. An jede Mal an. Fallen noch zwei Gräser. Ach du zwei Gräser. Ah. Weniger Benzin. Oder Diesel. Ein Gras, zwei Gräser. Oder doch ein Joint. Brauchen nicht. Nicht? Nee, ich hab auch noch nicht. Ich bin zu brav für diese Welt. Ich liebe nur den Sarkasmus und die Ironie.
Ich enthalte mich da mal eines Kommentares. Nee, das finde ich jetzt doch interessant. Führe diesen Gedanken aus. Nee, nee. Doch, doch. Jetzt bin ich neugierig geworden. Nee, lass mal. Doch. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Rasen? Raser. Nee, der ein Rasen, ein Grasrasen, zwei Rasen. Zwei Gräser. Nee, nicht das Gras. Rasen, mehr, Gräser. Fußballplatz. Ja, genau, Dirk. Alles klar. Alles klar bei dir. Sollte dich gerade mal im Schock versetzen, hast du das gesehen? Warum? Was vor Schneidberg gefahren? Weißt du, wie egal mir das ist? Ist ja nicht mein Ertrag, den ich ja kaputt fahre. Ertrag ist für die Allgemeinheit. Ah. Alle wollen hier fahren und spielen, wollen also alle tanken. Also? Brauchen wir alle Sonnenblumen. Sonnenblume, Sonnenblume steht vor unserem Gartenhaus, oder wie ging das? Ich kann das Ding nicht mehr. So. Oder wir brauchen einfach Elektro-Traktor. Boah, hör auf mir damit, ey. Hör auf mir mit Elektro-Traktoren. Ey, was willst du mit so einem Kack-Elektromotor, ganz ehrlich? Das ist mal ein geiler Sound. Dann fährst du eine Bahn und dann ist dein Akku leer. Ja, ist dein Akku leer. Ey, die 20 Kabel... Warte, 8 Stunden, dann kannst du noch weiterfahren. Nee, die 20 Kabeltrommel pro Acker sind doch mit dem Preis mit inbegriffen dann, letzten Endes. Werden doch überall schöne Steckdosen hingemacht und los geht's. Der fährt dann noch nur 3 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ja, kein Thema. Ich könnte ja noch mal ein paar Windmühlen Geld machen. Solaranlagen. Lass mal aber lieber das Prinzip von John Deere. Also irgendwie finde ich das Prinzip von John Deere, was die da entwickelt haben und auf der AG-Techniker vorgestellt haben, ist einfach für den Allerwertesten. Naja, das, was ich da gesehen habe. Das kann man dann, wenn man seine Solaranlagen auf der Scheune hat, dann kann man den Traktor mit denen da irgendwie aufladen. Aber wie lange soll der Akku halten? Ja, das ist das eine. Das andere ist, wie lang sind die Standzeiten, wenn das Ding mal läuft? Wenn wir in der Maissaison sind, im Lohnunternehmen, da brauchen wir jeden Trecker. Da haben wir keinen Trecker bei uns, der steht. Sei denn, wir haben keine Hänger mehr. Aber dann leihen wir uns bei irgendeinem Landwirt ein und geben denen dafür keine Ahnung was. Dann steht bei uns kein Trecker mehr rum. Und dann ist es scheiße, wenn da irgendein Trecker rumstehen würde oder ausfällt. Ich meine, in der Maissaison stehe ich die Hauptzeit eigentlich nur in der Werkstatt und bin einen Trecker am Reparieren. Damit die schnell wieder flott werden. Panzertape und gut ist. Panzertape hilft manchmal auch da nicht weiter. Meister Power kein Rad, nimmt der Kordel und der Draht. Oder so. Außerdem ist das vom Gewicht hier überhaupt nicht machbar. Mit dem Panzertape meinst du, oder was? Nee, was der Akku wiegen sollte, damit so ein Trecker so eine Leistung hat, wie ein Verbrennungsmotor hat. Ja, da kommt aber jetzt. Muss den Kipper an Akkus hinterherziehen. Da kommt aber jetzt hier die Stadt Solingen. Hat ja sowieso Strombusse. Was hat die? Wir haben Strombusse. Ah, schön. Wie eine Straßenbahn, werden die aufgeladen. Jetzt Akkus rein. Wenn der Akku leer ist, kann er jederzeit wieder die Leitung laden werden. Aha. Wir gehen auf die Farmcon. Ich bin leider nicht da. Auf Gamescom? Nee, nicht Gamescom. Die war schon. Nee, Farmcon 16. Gamescom war noch gar nicht. Nee, die Farmcon. Gamescom ist immer im Sommer. Mhm. Gott sei Dank ist sie jetzt immer in Köln. War die nicht sonst immer in Dresden? Oder wo war die? Ja, in Dresden war die. War das Flugzeug immer so teuer hin? Jetzt ist leer? Ja, ich bin leer.
So. Sind wir mit dem Feld fertig, dann können wir die Aufträge abgeben einmal. Willst du mir jetzt sagen, du hast für das kleine Feld genauso lange gebraucht wie ich für die 51? Tut mir leid, ich habe halt keinen Drescher, der 20 fährt. Ah. Wenn er den Spieß umdrehen. Klein mir am Mords. Ich dresche und du fährst ab. Können wir auch machen. Ja, dann mache ich meinen LKW auf, dann kannst du LKW fahren. Ey, sagen wir, er darf. Weil es kann, muss er noch beweisen. Ja, das habe ich doch schon beim Carsten bewiesen. Wir haben ja ein... In der aller ersten Mod-Server-Folge. Wir haben ja einen abschließbaren Mod für Fahrzeuge runter. Genau. Ja, jedes Fahrzeug nimmt. Das ist nämlich der Anreiz hier, du. Wenn du dir das Geld erwirtschaftet hast, kannst du dir deine eigenen Fahrzeuge kaufen auf dem Server, die nur du fahren darfst. Richtig. Aufpassen, Carsten, ich komme mit dem Drescher. Boah, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, ich hole mir den Steier. Also bei allem aller Liebe, was in den Kommentaren steht, dass ich mir einen Fendt holen soll, ich hole mir den Steier. Auch wenn er nicht... Ich finde Steier einfach geil. Ich habe einen Steier-Terrus von Wien nach Essen gefahren. Ich arbeite permanent im Steier drin mit 230 PS. Jetzt habe ich einen Steier, der hat 300 PS. Nee. Jetzt einen Fan zu fahren ist einfach... Nein. Da schüttelt sich bei mir alles. Aber ist ja immer noch deine Entscheidung. Ja, das stimmt. Also definitiv als erster Schlepper steht bei mir auf der Liste der Steier. Und danach stehen dann definitiv die Abonnentenwünsche, beziehungsweise danach steht erstmal der Drescher drauf. Und ja. Ach, apropos, sind Hänger kostenlos oder kosten die Hänger auch? Ja, sind kostenlos. Ja, quasi der Server. Ah, okay. Genauso Fahrzeug wie ein Gewicht. Fahrzeug steht hier. Okay. Ja, ich fahre gerade, ihr habt den Drescher noch sauber gemacht und stelle ihn jetzt wieder zurück. Ich bin brav. Schon mir hat niemand gesagt, dass ich den grober sauber machen soll. So. Ich mache den Drescher aber sauber. Rein aus Prinzip, wenn hier irgendwer Neues drauf kommt, dass sie dann sehen, wie das hier läuft, wie das sein muss. So, Dirk, welches Feld nehmen wir denn? Eins aus der Mitte. Ah. Der Fernseher zuliebe. Haha. Feld 16 Euro, wo ist das denn? Ja, 15, ja, 16 können wir nehmen. Wo ist das denn? Ah, da. Ich kann dir einen Tipp geben. Befindet sich auf der Karte. Ha! Oh. Das war ja mal so lustig. Ja. Ja. Ja, manchmal hat er auch seine lustigen Momente. Ja, wollte gerade sagen. Sind selten, aber wenn sie kommen, dann sind sie heftig. Richtig. Meistens kann man dann auch erst einen Tag später drüber lachen. Oder eine Woche. Wenn man noch weiß. Aber ich glaube, den Weg zu der Zufeld 16, den erspare ich den Abonnenten von unserem Kanal, denn da fahren wir Dirk und ich jetzt quasi hin und dann fangen wir schon mal ein bisschen an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüssen! Tschüss! Tschüss. Tschüss.